Seit 1971, als Russland beim zweiten Versuch auf dem Mars zu landen mehr oder weniger erfolgreich war, haben wir Menschen insgesamt 15 Mal Missionen zum roten Planeten geschickt. Insgesamt waren es rund 50 Missionen. Etwa die Hälfte der Missionen sind aus verschiedenen Gründen fehlgeschlagen. Im Moment treiben drei Rover, ein Lander und ein Helikopter ihr Unwesen auf dem Mars. Bisher hat kein Rover länger als Opportunity durchgehalten. Insgesamt operierte dieser 185 Kilogramm schwere Bad Boy 5111 Sol, also Mars-Tage, bevor der Kontakt am 10. Juni 2018 endgültig zum Erliegen kam. Der nächste Anwärter auf den längsten operativen Aufenthalt ist der 900 Kilogramm schwere Rover Curiosity, der mit Anfang Oktober über 3600 Diensttage zu verbuchen hat. An dieser Stelle verkneife ich mir einen schlechten Witz über Dienstag als Wochentag. Gern geschehen. So sieht einer der Reifen des Curiosity Rovers aus. Ein großer Teil fehlt schon, aber der Rover fährt weiter. Ein Tag auf der Erde dauert im Durchschnitt 24 Stunden oder 1440 Minuten. Auf dem Mars dauert ein Sol 1480 Minuten oder 24 Stunden und 40 Minuten. Das ist wichtig zu wissen, wenn wir über den Mars reden. Also steigen wir direkt ein. Punkto Satelliten sieht die Landschaft schon etwas bunter aus. Insgesamt hat der Mars, abgesehen von seinen beiden natürlichen Monden Phobos und Deimos, noch 17 weitere künstliche Satelliten, die von uns Menschen geschickt wurden. Davon sind allerdings nur noch 8 in Betrieb. 3 betreibt die NASA, Indien, China und die Vereinigten Arabischen Emirate jeweils einen und die ESA betreibt den Mars Express Satelliten alleine und den ExoMars Trace Gas Orbiter oder kurz TGO mit der russischen Roskosmos. Das war eigentlich als Vorbereitungsmission für den ExoMars Rover Rosalind Franklin gedacht, der dieses Jahr gestartet wäre. Fällt vorerst mal ins Wasser, bis ein Ersatzplan ausgearbeitet ist. Verzeih mir meinen Zynismus, aber das muss jetzt sein. Die ESA hat in Zusammenarbeit mit Roskosmos schon 2016 versucht, den 577 Kilogramm schweren Lander Schiaparelli EDM sicher auf dem Mars zu landen. Der Lander, der Teil des ExoMars-Programms war, zerschellte jedoch an der Marsoberfläche. Bis zum Aufprall übermittelte der Lander Daten. Gibt irgendwie Aufschluss über die russisch-europäischen Beziehungen im Moment. Fairerweise muss man noch dazu sagen, dass es nicht leicht ist, auf dem Mars zu landen. Nur die Hälfte aller Missionen zählen als Erfolge. In den frühen Anfängen sind die meisten Missionen gar nicht erst von der Startrampe gekommen. Auch als die ESA 2003 den Lander Beagle 2 sicher auf der Marsoberfläche landete, scheiterte die Mission daran, dass sich die Solarzellen nicht entfalteten. Entgegen meiner Annahmen sind nicht einmal allzu viele Missionen in näherer Zukunft zu unserem Nachbarn geplant. Der Asteroidenjäger Psyche wird irgendwann 2023 starten und einen Flyby um den Mars machen. 2024 starten 3 Missionen. Die erste Mission ist aus Japan und möchte eine Probe des Marsmondes Phobos zurück zur Erde bringen. Die Mission besteht aus einem Orbiter und einem Lander. Die NASA schickt in diesem Fenster nur 2 Orbiter. Ein System bestehend aus 2 identischen Satelliten namens Escapade wird das vom Mars ausgestoßene Material bzw. Ionen- und Plasmaflüsse untersuchen. Indien möchte auch in diesem Jahr einen Orbiter losschicken. Fraglich ist noch immer, ob der ESA-Rover Rosalind Franklin im 2024er Fenster starten kann. Es würde an ein Wunder grenzen, wenn der ExoMars-Rover dieses Fenster nutzen kann. Es bleibt abzuwarten. Apropos Fenster, scroll mal runter und lass ein Abo mit Glocke da und hau gerne auf Daumen hoch. Das hilft sehr, danke dir. Was ich richtig cool finde und wo ich manchmal Stunden verbringe, ist das Tool, mit dem man Perseverance und den kleinen Helikopter Ingenuity tracken kann. So kann jeder, der Internetzugang hat, nachverfolgen, was die beiden so treiben. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Jeder Stop, jede Kurve, jede Mission, man kann alles ganz genau nachverfolgen. Auch die Bilder kann man in der NASA-Datenbank kostenlos herunterladen und verwenden. In den 565 Sol seit der Landung hat Percy knappe 13 Kilometer und Ingenuity hat statt der geplanten 5 nun 33 Flüge absolviert und ist noch immer betriebsbereit. Es gab immer wieder mal Komplikationen mit dem kleinen Begleiter, aber nichts, was die JPL-Crews nicht lösen konnten. Wie du wahrscheinlich schon weißt, bereitet Percy auch eine Sample-Return-Mission vor. Dafür befüllt der Rover 38 der 43 Gefäße mit Proben der Marsoberfläche. Diese werden an einem zentralen Ort gelagert und werden vermutlich irgendwann Anfang der 2030er, aber vielleicht auch Ende dieser Dekade, von einer Rückholmission abgeholt und zur Erde zurückgebracht.
Ende September hatte Perseverance bereits 12 Proben eingesammelt. Das ist nicht immer problemlos verlaufen. Anfangs hatte man die Dichte und die Kohäsion des Regoliths falsch eingeschätzt, wodurch die Probe nicht wie vorgesehen eingelagert werden konnte. Das hat man schnell beseitigt und bei der letzten Probe hat sich auch ein Problem beim Verschließen des Behälters ergeben. Die Crews arbeiten an einer Lösung. Der Inside Lander der NASA, der mit einem Seismometer und einer Wärmeflusssonde ausgestattet ist, nimmt ebenfalls weiterhin Daten auf und schickt sie zur Erde. Bei diesem Lander haben sich der DLR und die CNES, also die Raumfahrtagenturen Deutschlands und Frankreichs, auch eingebaut. Finde ich richtig cool. Seit der Landung im November 2018 sind beinahe 1400 Zoll vergangen, also knappe 2 Marsjahre oder 4 Erdjahre. Das weißt du mit Sicherheit, aber nur zur Erinnerung. Ein Jahr beschreibt die Zeit, die ein Planet braucht, um sich um seinen Stern, in unserem Fall um die Sonne, zu drehen. Eine Umrundung der Sonne entspricht einem Orbit. Und nur der Vollständigkeit halber, ein Tag beschreibt die Zeit, die ein Planet braucht, um sich selbst zu drehen. Aber um noch einmal auf InSight zurückzukommen, dieser Lander ist stationär. Er ist für immer und ewig am selben Ort gefangen und versucht, ein genaueres Bild vom Inneren des Planeten zu bekommen. Ende September zeichneten die Instrumente diese Töne auf. Darauf ist zu erkennen, wie der Meteorit zuerst auf die Atmosphäre trifft, dann explodiert und kurz darauf treffen die Fragmente auf den Boden. Hör dir das noch einmal an. Hörst du noch einmal an. Dieser seltsame Ton entsteht, wenn die tiefen Töne vor den hohen Tönen ankommen. Klingt ein wenig wie ein Zeichentrick-Soundeffekt. Darauf setzte die NASA dann die Instrumente des Mars-Satelliten HiRISE ein, um diese atemberaubenden Aufnahmen der frischen Einschlagskrater zu machen. Der Meteorit hat mindestens 3 erkennbare neue Krater gebildet. Das passt den Wissenschaftlern ganz gut, denn dieser Meteorit erlaubt es, in die tiefer liegenden Schichten der Marsoberfläche zu blicken, um so ein besseres Verständnis für seine Vergangenheit zu erlangen. Im Moment fegt ein Sandsturm über den Mars. Hier siehst du das letzte Bild des Landers, bevor er in einen sparsamen Modus versetzt wurde, um die Lebenszeit zu verlängern. Vielleicht säubert der Sturm ja die Solarzellen, aber wahrscheinlich sind sie danach mit noch mehr Sand bedeckt. Fehlt noch der chinesische Rover Zhurong. Dieser 240 Kilogramm schwere Rover hat inzwischen seine 90 Zoll Missionsdauer weit überschritten. Zhurong performt anscheinend hervorragend und ist jetzt seit über 500 Zoll in Betrieb. Welche Daten China damit genau erlangt, ist schwer bis unmöglich herauszufinden. Vielleicht sollte ich Mandarin lernen. Von bemannten Missionen sind wir zwar weit entfernt, aber wer regelmäßig Mars-Chroniken schaut, weiß, dass sich unzählige Unternehmen, Startups, große Player und sogar ganze Länder ernsthafte Gedanken darum machen, unseren Mond, aber vor allem auch unseren Nachbarn Mars zu besiedeln. Niemand, der ernst genommen werden will, wird behaupten, dass wir schon alle Einzelheiten ausgearbeitet haben. Aber die Reise und das Abenteuer sind es wert. Wir sollten beginnen, uns als eine zusammengehörige Spezies eines Planeten und nicht als Nationalstaaten mit künstlichen Grenzen zu sehen. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, Peraspera, ad astra.